Hallo, heute ist Dienstag, der 25. Februar 2020 und da möchte ich mal ganz gerne noch mal etwas zu dem sogenannten Coronavirus sagen. Als erstes finde ich, wenn man ihn also wirklich bekämpfen will, hat man das ja eigentlich schon getan, indem man ihn umbenannt hat. Eigentlich gibt es ihn ja gar nicht mehr, weil er jetzt ja Covid-19 genannt wird. Oder inzwischen, glaube ich, hat er nochmal eine Namensänderung gegeben. Gut, aber das irritiert erstmal. Auf der anderen Seite gibt es ihn dann ja eigentlich auch gar nicht mehr. Aber ich benutze jetzt mal diesen alten Namen, diesen ersten Namen, den man ihm gegeben hat, Coronavirus. Und das, was zurzeit in Italien abläuft, was so gesendet wird an, ja, auch ein bisschen vielleicht Panik machen. Egal wie es kommt, erstmal grundsätzlich muss man erstmal alles auch hinterfragen. Kann man auch ruhig. Ist das alles zutreffend, was gesagt wird? Weil es ist ja schon oft verwunderlich, dass die Moderatoren oder Journalisten oder Ärzte oder was es so gibt, grinsen vor der Kamera, wenn das Thema eigentlich todunglücklich machen soll. Da fragt man sich natürlich, ist das jetzt gespielt, Schauspielerei? Oder ist das wirklich so? Und wenn es jetzt wirklich so ist und es sollte sich ausweiten, hat Panik machen eben absolut gar keinen Sinn, weil das verunsichert einen nur selber und ist da ein blödes Gefühl. Es ist blöd im Gehirn, es ist blöde im Herz, im gesamten Befinden und von daher sollte man sich da gar nicht rein. Ziehen lassen. Man kann versuchen, das Beste daraus zu machen. Und gut ist es zum Beispiel auch, wenn man sich in so einer Phase des Lebens auf sich selbst besinnt und auf das eigene Leben und was man so macht und etwas bewusster zu leben. Weil du kannst jeden Tag überfahren werden, wenn du über die Straße gehst oder du verursachst selber einen Unfall. Du kannst jeden Tag einen Herzinfarkt bekommen oder sonst irgendetwas. Man könnte sagen, der Tod lauert sozusagen überall im Leben. Das ist der andere Part. Also, und bislang ist es noch so, dass die Zahlen, die veröffentlicht werden, derjenigen, die sterben, weitaus geringer sind als diejenigen, die im gleichen Zeitraum an einer normalen Grippe sterben. Also ich finde es gut, sich nicht irre machen zu lassen. Und letztlich ist es so, wenn es dich wirklich erwischt oder es erwischt mich, dann nehme ich das halt an. Was soll ich sonst machen? Dann sage ich ja, okay, das ist mein Schicksal. Die Offiziellen sagen, ein Gegenmittel, ein Impfmittel, ehe man das gefunden hat, das dauert vielleicht mindestens ein Jahr, mindestens oder anderthalb Jahre, weil es auch ausprobiert werden muss und etc. Was könnte man sonst noch Sinnvolles machen? Also wichtig ist, sich selber zu reflektieren, sein Leben bewusst zu leben, finde ich. Und jeden Tag auch zu genießen, was man genießen kann. Und sich bewusst machen, ja, ich lebe, die Sonne scheint oder es regnet oder es schneit oder wie auch immer. Rausgehen, sich etwas Schönes zu essen machen, vielleicht ein schönes Gespräch haben. Zärtlichkeit austauschen und so, ja, Liebe leben, das finde ich, das ist halt das Wichtigste. Und
Das sollte man machen, finde ich. Und ich probiere nebenbei immer so auf dieser geistigen Ebene etwas, wo ich sage, wir können das ja mal so probieren, weil ich mich ja sehr, sehr lange schon mit der Bibel beschäftige. Darin heißt es ja, wer in meinem Namen bittet. Und um etwas, dem wird es sozusagen gegeben, wenn der daran glaubt. Und wenn derjenige, der daran glaubt, dass wenn er zu einem Berg sagt, rutsche ins Meer, wer daran glaubt, dass das geschehen wird, dann wird es so sein, wenn der Glaube so fest ist, so stark ist. Und ich sage jetzt mal dieses, der soll in meinem Namen bitten, in meinem Namen. Bedeutet ja, wenn jemand in meinem Namen kommt oder in meinem Namen etwas sagt, dann bedeutet das in unserer Alltagssprache auch sozusagen, es bedeutet nicht unbedingt, dass man den gleichen Namen hat, sondern im Namen von jemand zu kommen. Das heißt eigentlich auch bei uns in dem Auftrag von jemandem zu sein, mit der Genehmigung von jemandem zu kommen. Wenn ich irgendwo an die Haustür gehe und biete da irgendetwas an und ich sage, ich komme im Namen von Herrn sowieso oder Frau sowieso oder Firma sowieso, dann heißt das halt, ich komme in dem Auftrag. Und ich probiere jetzt mal dieses aus. Ich formuliere jetzt mal ein paar kleine Sätze. Ich sage jetzt mal diesem, ich nenne es noch weiterhin Coronavirus. Der ursprüngliche Name. Coronavirus sei besiegt im Namen von Jesus Christus. Amen. Coronavirus sei nicht unser Feind im Namen von Jesus Christus. Amen. Coronavirus in China und der gesamten Welt mögest du besiegt sein. Im Namen Christi. Amen. Coronavirus sei besiegt. Amen. Coronavirus sei besiegt in meinem Namen. Amen. Coronavirus sei besiegt im Namen Jahres. Amen. So, das wollte ich sagen. Das sind jetzt mal, probiere ich mal so aus. Das ist geistige Beschäftigung. Ich habe ja niemanden, keine Gespräche, keine Unterhaltung. Keine Kommunikation, das ist eigentlich die einzigste Kommunikation, die ich noch habe. Das ist, dass ich entweder ein Video mache oder Videos anschaue oder Nachrichten lese oder so. Aber egal, ja, man hilft nichts. Also ich glaube einfach immer noch daran, dass dieses gut ausgehen wird, diese Geschichte mit dem Coronavirus. Ja, und dass es auch alles seinen Sinn hat. Und ein Sinn ist eben auch, mache dir dein Leben bewusst, sei dir bewusst, dass du lebst, schau zum Himmel, wie sieht der Himmel aus, wie sieht die Sonne aus, wie sieht der Mond aus, wie sehen die Sterne aus, wie sehen die Bäume aus, wie sieht alles aus, wie fühlt sich alles an um dich herum und diese schönen Sachen erleben, schönen Momente. Jetzt mache ich mal Schluss, sonst dauert das wieder zu lange. Wie man sieht, bin ich im Laufe der Zeit auch älter geworden. Die Haare werden grauer, der Bart wird grauer und so. Ich mache gleich noch mal, wenn es klappt, von hier aus ein Foto nach draußen, da fliegen nämlich jetzt inzwischen auch die Störche. Hier ist auch immer ein Storchenpaar, das hier jedes Jahr nistet, auch in der Nähe von der Kirche. Und sie sind geniale Flieger.
Störche, wenn man sieht, diese riesen Segler, wie lange sie gleiten können zum Beispiel. Wenn man sieht, sie steuern ein Ziel an, das ist, sie können minutenlang ohne einen einzigen Flügelschlag schweben. Durch einen einzigen Antrieb, den sie sich gegeben haben. Und mit diesen riesen Flügeln, die stoßen nirgendwo an, wunderbare, tolle, geniale Flieger. Es ist eine Freude, ihnen zuzuschauen. Ich versuche mal, ob es mir gelingt. Und sonst habe ich auch bei mir ein Video, das heißt auch die Störche kommen. Das ist vom letzten Jahr, da habe ich die mal gefilmt. Okay, also Corona, adieu. Wir möchten dich nicht als Feind haben. So. Im Namen Jahwes. Shalom.